aber auch. Ah, ist egal, komm. Lass einfach jetzt weggehen von diesem hässlichen kranken Idioten. Oh nein, jetzt wird die kaputt machen. Sack. Ich glaube, wenn ich das jetzt durch habe, möchte ich dieses Spiel nie wieder spielen mit der Steuerung. Auch mit diesen komischen Sachen. Never again, man. Aber hey. Öffnen wir random Türen. Zieh, Junge, zieh. Aber ich sehe doch die Brücke an. Schaffst du das, Harry? Ja, feine Junge. So, ist nicht wunderschön. Scheint die richtige Größe. Ja, Hermine, genau. Der Spalt zwischen den Beinen scheint die richtige Größe zu haben. Hermine passt aber auch überall durch, ja? Was könnten wir eigentlich wieder mal zu zaubern? Oh nein. Nicht bei Herr der Ringe, wir sind hier bei Harry Potter. Nee, das ist keine Entschuldigung. Sterben Kinder, ja. Ah, oh, das Spiel. Aber erstmal Hauspunkte, yay! Hoffentlich haben wir es jetzt gleich geschafft. Das wäre mein Traum, ne? Weil der Traum jedes Harry Potter Spielers dieses Teils, das. Naja, wahrscheinlich kommt jetzt erstmal ein Endgegner. Sehr viel. Ja. Der wieder ganz genauso aufgebaut ist wie die anderen Endgegner davor auch schon. Das ist wieder so typisch, immer die gleichen Spiele. Man macht das ja Schweingeräusche. Na los, komm, Harry. Was geht jetzt ab? Oh, nur weil Harry wieder nichts kann. Ah, jetzt habe ich wieder volles Leben. Yay. Gut, jetzt müssen wir nur noch irgendwie es schaffen, dass das drehende Viech sich wieder hinstellt. Warum dreht sich das? Das ist so sinnlos.
kotige Schweins Rittervieh. Zweites Ding sagt, boah. Eigentlich ist ja übelst einfach. Eigentlich sind Postfiegen und Postfiegen. Wenn das nur der raus hat, war. Das ist natürlich die ganz große Sache. Oh, los, hoch, Harry. Ein hässliches Teil. Na? Jetzt sieht ihr das nicht an. Ja. Oh. Ja. Was ich hälter machen, was geht jetzt noch? Aber was macht er jetzt? Ja, das ist alles für Zauberkunst, das muss ich mir überlegen. Das ist mir Zauberkunst nicht wert. Davon abgesehen, dass hier Kinder sterben können. Random um. Bravo, du hast einen Ritter gekriegt. Und er spielt auf 6 Jahre. Yay. Das macht Sinn. Jetzt ist es doch irgendwie nach oben oder hier rauskommen. Theoretisch praktisch. Nur dafür, dass ich durch die Hölle gegangen bin. Wir könnten die Zutaten suchen gehen. Der neue Zauber ist sicher das nützlich. Das ist so Bullshit. Und dann könnten wir uns hinlegen. Was meint ihr? Keine Ahnung, wir legen uns alle in ein Bett. Wir müssen auf jeden Fall hier weg. In ein paar Minuten beginnen die Vertrauensschüler mit ihren Runden. Hat jetzt Fahrschüler gesagt oder was habe ich gehört? Wir haben es geschafft. Kinder. Es ist vorbei. Der Tag ist vorbei. Es war die Hölle auf Erden. Die Hölle auf Erden. Das war Psychoterror vom Feinsten. Jetzt ist es endlich vorbei. Die Endstände der Hauspunkte werden. Lass die Hacken damit auch. Slytherin. Ravenclaw. Aha, sind alle dumm. Hufflepuff ist so retarded. Ray. Gryffindor führt. Das würde mich doch total demütigen, wenn ich einen Hufflepuff wäre. Alle anderen haben schon über 100 Punkte, die haben nicht mal. Fail! Einfach nur fail. Harry konnte den Beginn des Unterrichts gegen die Dementoren mit Professor Lupin kaum abwarten. What's up? Was ist los? Diese Katze ist hinter Krätze her. Ich schwöre, sie hat gehört, dass Krätze in meiner Tasche war und hat nach ihm gesucht. Vielleicht hat sie auch nach deinem Penis gesucht. Wo gehst du denn hin? Zum Klassenraum für Geschichte der Zauberei, im 4. Stock. Professor Lupin hat mir eine Nachricht geschickt. Er will mir beibringen, wie ich mich gegen Dementoren kann. Das hört sich toll an. Nein. Können wir mitkommen? Klar, warum nicht? Gehen wir. Die richtige Antwort wäre nein gewesen, da das noch nicht im Buch stand. Oder im Film. Je nachdem, was sich das Spiel hält oder nicht hält. Aber ihr kennt es schon, es hält sich an die Unrated Director's Cut von der unveröffentlichten Beta-Fassung des
Buches oder je nachdem. Das war die Fassung, die Joanne K. Rowling niemals hätte veröffentlichen wollen, und die Entwickler haben sie aber ausgegraben und haben die als Spiel gebastelt. So wäre das Spiel, so wäre das Buch gewesen. So wäre es einfach gewesen, ne? Jetzt müssen wir einen vierten Stock. Wenn ich das wieder mal richtig mitbekommen habe. Gimme, 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 Alte Huhn braucht man nicht, das Bullshit braucht man nicht. So, sehr schön. Geschichte der Zauberei. Na, mal gucken, was wir alles jetzt machen müssen. Vielleicht müssen wir unsere Seele verkaufen, damit wir den Zauberspruch lernen dürfen, den... Wie heißt er? Oh mein Gott. Ist wieder vergessen. Na. Patronus, meine ich. Huhuhu. Ja, den Patronus-Zauber. Los, Beeilung! Gehen wir zur Geschichte der Zauberei! Hä, warum nicht im Krankenflügel? Oh, Mann. Jetzt mal ganz ehrlich, was nützt uns in dem Spiel die Karte des Rumtreibers? Wir haben nichts davon, wir haben rein gar nichts davon. Das ist so sinnlos. Naja. Man kann mit der Karte auch nichts anfangen. Mann, man sieht zwar, dass hier, wow, ein Geheimgang ist, wow, aber was nützt es mir? Ja, nichts. Genau, ich weiß, dass wir hier hätten irgendwas drauf machen können, aber... Who cares, right? Naja, egal. Man kann gar vieles an dem Spiel meckern, aber... Was bringt's denn, ne? Was bringt's denn? Los, super. Dialog win. Ah, Harry, du hast deine Freundin mitgebracht. Ich möchte versuchen, dir den Patronus-Zauber beizubringen. Er beschwört einen Patronus herauf, eine Art Schutzherr, der als Schild zwischen dich und den Dementor tritt. Geh bitte dort hinein und bringe das Zauberbuch mit dem Patronus-Zauber mit. Oh. Dir wird ein Irrwicht begegnen. Er nimmt die Gestalt dessen an, wovor wir am meisten Angst haben. Ist das ein Dildo? Ist das ein Dementor? Hä? Das ist alles nicht so, wie es war. So crank. Woher weiß er denn, dass wir am meisten Angst vor dem Dementor haben? Im Buchfilm nimmt er doch an, es wäre Voldemort gewesen.